Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Uncharted 4. So, wir sind hier immer noch. Was zum Henker ist das? Das ist unheimlich. Katakomben. Das hatten wir eigentlich schon gemacht, behaupte ich. Oder? Hatten wir es nicht schon gemacht? Hände, die mich bestahlen. Wow, an diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht. Mir gefällt's hier nicht. Mir auch nicht. Raus hier. Also ich finde es nach wie vor sehr romantisches Interior. Aber. Ja. Avery war da wohl schon ziemlich kaputt. Ziemlich fies kaputt. Aber gut, wenn man bestohlen wird, verarscht wird, dann wird man wohl irgendwann mal verrückt. Elena, oder ich, der Name, der ist für mich ein Rätsel. Wir gehen hier lang. Ui. Die sprengen immer noch weiter. Und das halte ich wirklich für gefährlich. Also ich glaube, das Spiel hat mich ein bisschen zurückgesetzt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Aber gut, dass wir jetzt hier wenigstens ein paar Lichter kriegen. Dem kann ich die Klöten wegbrennen. Wenn ich hier so ein bisschen mich drehe, brenne ich dir die Klöten weg, mein Freund. Gut, das hat wohl irgendjemand schon erledigt. So, hier geht's wohl nicht weiter. Dann gehen wir mal hier lang. Da geht's auch nicht weiter. Kollege, hast du irgendwas bei dir? Du bist eh schon tot, ich kann dich bestehlen. Diese Fässer machen mir ein bisschen Sorgen. Ist das etwa eine Mumie? Wow! Okay. Das war eine Mumie. Ist okay? Ja, ich glaube schon. Was war das? Eine Falle. It's a trap. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Okay, pass auf dich auf. Ich? Du bist doch darauf getreten. Gut. Pass auf mich auf. Finde ich auch. Irgendeiner muss auf mich aufpassen. Das sind doch auch wieder so Kandidaten, oder? Ihr explodiert doch jetzt. Alter Schwede. Bist du okay? Nein. So weit, so gut. Da ist gerade was explodiert. Ein Stückchen zurück. Wie kannst du okay sein? Jetzt wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Ja, kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Wie kann sie jetzt okay sein? Ich meine mal, die ist doch gerade mitten in der Explosion gestanden. Kann ich sie eigentlich schlagen? Hey Nate, hier ist eine Abkürzung. Ist es wirklich kürzer? Ich möchte nur optimistisch sein. Oh, okay. Ja, schauen wir uns gleich an. Okay, das ist keine Abkürzung, das ist der einzig mögliche Weg. Gut, dann gehen wir die Abkürzung. Ja. Wow. Deine Abkürzung ist scheiße. Ich muss klettern. Verdammt. Okay. Diese Kamera hat Avery auch dekoriert. Mehr menschliche Mobilis. Ja, der hat gerne dekoriert. Das muss man ihm lassen. Er war wirklich der Dekorationskönig. Einen sehr ausgefallenen Geschmack hatte der gute Herr. Shit. Noch mehr Selbstmordmumien. Oh Mann. Verdammt! Ich bin tot. Falls es euch nicht aufgefallen ist. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, was da ist. Wir versuchen es nochmal. Selbstmordmumien? Shit. Ja, weg ist in dem Fall tatsächlich die bessere Option. Ja, aber da kommen wir nicht mehr lang. Ja, das ist scheiße gelaufen, würde ich sagen. Dann nochmal hier durch die Mobilis durch. Das Ding hier nochmal anzünden. Die Herzen, die sich nun verschlossen. Ned, was kommt als nächstes? Die Augen, die sich ob meines Egos verdrehten? Vorsicht! Wenn das so weitergeht, könnte das sein. Na super. Ach nee. Ach nee. Jetzt haben wir noch Wasser. Bei meinem Glück, sobald ich eine Rolle mache... Hau ab! Du stehst im Weg, ernsthaft.
explodieren, okay? Pass einfach auf. Wie soll man das denn schaffen? Wow! Alter Schwede! Das kann nicht gut für die Lunge sein. Alter Schwede! Nate, bist du okay? Nein? Gut. Ich hätte Ohrstöpsel mitbringen sollen. Eich! Alter Schwede! Der Kerl ist doch echt so kaputt. Kann ich die eigentlich irgendwie triggern? Offensichtlich nicht. Okay, die geht wohl nicht los, oder wie? Nate, Vorsicht. Ja. Und Avery mimt den Ägypter. Nur war diese Mumifizierung nicht, naja, freiwillig. Naja, irgendwie schon, oder? Ich meine, die haben sich ja hier irgendwie angeschlossen. Okay, schauen wir mal ganz kurz hier rein. Okay, hier haben wir Treppen. Und eine Flair. Gut, dann haben wir das geklärt. Flair und Treppen. Schaut offiziell aus. Was haben wir hier gehabt? Ein Häufchen, nichts. Und ich komme nicht drauf. Und das schaut aus wie ein Dino-Ei da oben. Gut. Ey, da. Ich wusste es. Schatz. Was ist diesmal? Ein Steingefäß. Wow. Also der Kerl hat echt einen Gefäßfetisch. Aber sowas von, Leute. Und ich meinte nicht Gesäßfetisch. Gut, wir haben die Spur wieder. Die Fußspuren führen da lang. Mach dich auf Ärger gefasst. Aber hallo. Hey, soll das eine Anspielung sein? Nein, komm bitte runter. Komm du doch runter. Das heißt, die haben die Bomben jetzt schon gezündet, oder? Wir kommen jetzt hier gleich in eine Schießerei, ich sehe es jetzt schon. So, die Fußspuren gehen rechts lang, würde ich sagen. Oder? Die haben wohl nicht richtig aufgepasst. Tja. Hier ist keine Spur von Sam. Das sind schon mal zwei, die ich nicht erschießen muss. Zwei und eine Hand. Eiskaltes Händchen war hier auch am Start. Kennt ihr noch Eiskaltes Händchen? Von der Adams Family? Okay. Schaut auf jeden Fall richtig. Okay, wir kommen in eine Schießerei. War ja nett. Elena, runter! Das war so klar. Komm schon, lass mich los, du Sack. Boah. Scheiße, scheiße, scheiße. Fuck, Leute. Das war gerade zu heftig. Und das Nachladen in der Situation ist halt echt scheiße. Und irgendwie ziehen die gerade mehr. Oioioioioi. Oioioioioi. Ey, das gibt's doch nicht, Leute. Was ist denn gerade los? Leck mich fett am Arsch. Ich meine, die Gnade zieht gut rein, aber... Aber trotzdem... Wow, 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 wow. Geh in Deckung. Alter Schwede, die Shotgun-Futzes, die hauen aber echt rein. Leck mich hart am Arsch. Nein, nein, nein! Okay. So, das war's.
Mit der guten Munition war es das. Oh, das ist zu nah. Das ist definitiv zu nah. Gut. So. Mann. Nee, ich will die hier halten. Wenigstens 17 Schuss haben wir hier. Ja, die Schrotflinte wäre natürlich auch eine Idee. Wie viel haben wir hier? Ja, besser. Ich habe einen Favoriten. 79 Schuss ist eine gelbe Waffe. Ich denke, das ist besser. Da sind noch Granaten. Nimm mit. Huiuiuiui. Also das war jetzt hier gerade echt gar nicht so. Okay, ich krieg hier wirklich Gegenwehr. Leider. Das war wirklich entspannt vorher. Und immer diese MG-Futz. Ah, nein. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine andere Knarre dann. Ich laufe nochmal zurück. Wir brauchen eine andere Gnade. Die Schrotflinte wäre eine Idee. Ich glaube, ich nehme die hier. Die hier fand ich eigentlich ganz gut. Und dafür gab es hier noch Munition. Nein, genau, Munition. Gab es da vorne nicht auch noch Munition dafür? Aber klar, die Schrotflinte hat schon Vorteile. Aber ich denke, dass wir hier für momentan gerade die meiste Munition finden. Und das ist wert. Da kommen doch sicher noch welche, oder? Verdammt! Wow. Das war knapp, Leute. Haben wir noch irgendwo explodierende Mumien? Aber sicher noch Gegner, oder? Wie viel hat die hier? 79. Nee. Andererseits, 79 ist auch nicht verkehrt. Und es ist eine goldene Waffe. Die sind ein bisschen stärker. Die nehme ich mit. Mann. Das Problem ist, wenn ich jetzt da runter gehe, war es das. Okay. Alter Schwede. Wie viel hält denn der Sack aus? Wow. Alter Schwede. Da werden mir Averys explodierende Mumien doch fast sympathisch. Aber hallo. Holen wir uns diese Fackeln. Gute Idee. Welche Fackeln? Darüber komme ich auf jeden Fall nicht. Nö, rüber nicht. Na gut, haben eine Flare Gun. Die Münder, die mich verleumdet. Seinen Weihnachtsbaum möchte ich lieber nicht sehen. Da hast du recht. Wir sind wohl auf einem anderen Weg als Sie. Okay, dann holen wir Sie mal ein. Okay, auf einem anderen Weg. Das heißt fast, dass wir vor Ihnen sind, oder? Ich will jetzt nochmal hier ein kleines Stückchen zurückgehen. Einfach, um mich umzugucken. Verzeihung.
Hallo? Oder ist das hier der offizielle Weg? Irgendein Schlüssel. Was ist mit dem Zettel? Oh, klar. So, was steht hier? Er stammt von Two und seine Leute. Aha. Mit dem Schlüssel kommen wir hier raus. Sehr gut. Ja, das ist schon mal nicht gut. Ah, okay, das ist gut. Hier hinten sind Symbole drauf. Dann suchen wir mal das Schlüsselloch. Das ist schon mal gut. Ich glaube, sowas brauchen wir. Tod, 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 Tod. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das wird das nächste Rätsel, Leute. Und wir haben uns dafür schon mal eine Hilfe geholt. Aber das schaut hier gerade nach offiziellem Weg aus, wenn ihr mich fragt. Und wenn das der offizielle Weg ist, was ist dann das hier? Das ist jetzt wirklich verwirrend. Weil da geht's auch lang, da geht's auch irgendwie lang. Wir sind in einem absoluten Labyrinth. Okay, Sackgasse. Oh, hey. Okay, aber da hinten war noch eine Treppe. Die will ich mir noch anschauen. Wo es da hingeht. Ah, okay, okay, okay. Ja. Da gab es doch gerade ein Untersuchending. Und er wollte nicht, oder wie? Oder was? Nö, wollte nicht. Ja gut. Dann wissen wir auf jeden Fall, wo der offizielle Weg ist, wie es weitergeht. Mann, 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 Mann. Ey, das war gerade eine Schießerei und die werden echt immer stärker. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, dass die Wichser stärker werden. Aber okay, mit sowas in der Art habe ich ja fast gerechnet. Aber die Tatsache, dass wir jetzt vor ihnen sind, heißt, dass die nächste Todesfalle von ihnen noch nicht gelöst wurde. Ach Mann. Explodiert ihr gar nicht? Verdammt. Doch, zu dir. Ich habe keine Ahnung, was soll ich da machen, Leute? Mal ganz im Ernst. Wie soll das funktionieren? Ist das hier gut? Ist das schlecht? Ernsthaft? Da gab es einen Weg drumherum. Yeah! Tja. Also Leute, eine Folge mit mehr Toten als in der Folge, das werdet ihr bei mir nicht mehr erleben. Verdammt. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Und er bleibt stehen. Heftig. Ich warte mal ganz kurz. Ganz kurz erholen. Ey, das muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, die zu triggern, oder nicht? Nee, gibt's nicht. Na, explodierst du jetzt? Nein? Du da? Vertrauen war für den Kerl echt ein Fremd. Ja, aber hallo. Wow. Aber die explodieren mit Sicherheit. Sag ich doch. War's das? Sehr elegant. Danke. Wie genau lösen die Dinge eigentlich aus? Ich meine mal, sowas wie Bewegungsmelde oder sowas gab's nicht. Stolperdrähte habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also das ist jetzt hier die große Frage. Wie lösen die Dinge aus? Und was sind das da unten? Tropfen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Was haben wir hier? Ja. Nicht ganz so schaurig wie die ganzen hängenden Knochen. Aber immer noch schaurig. Ja, vielleicht 3 von 10 Punkten. Ich sage 4. Okay. Echt 4?
4. Gut, einigen wir uns auf 4. Kann ich mitleben. Da muss ich jetzt nicht unbedingt gewinnen. Ich hab Druck auf den Ohren. Ja, es geht eindeutig runter. Hey, wer hat das denn gebaut? Das hätte man doch niemals in einem Menschenleben zu der Zeit bauen können, oder? Never, Leute. Never. Okay. Noch eine Todesfalle. Yep. Ja, und keine Fußspuren hier. Eine Todesfalle und keine Fußspuren. Aber, meine Freunde, wie wir dieser Todesfalle entkommen, das erfahren wir beim nächsten Mal. Denn wir sind heute am Ende. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich mega mäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin.